Willkommen zurück bei Asterix bei den Olympischen Spielen. Wir sind hier weiterhin bei der Verfolgung von Dr. Marbus, der sich mit Hilfe einer Rauchbombe aus seinem Labor nochmal Guten Tag. Oder dadurch nochmal flüchten konnte von uns. Ich schreibe das hat hier ein bisschen Unfug angestellt. Und hier ein bisschen was unordentlich gemacht. Ja, und wir müssen jetzt gucken. Ich gucke ja auch gerade schon mal nach Tauben und sowas. Ob wir hier wieder welche haben. Hier ist auf jeden Fall Idefix. So. Okay, ich gehe mal davon aus, das heißt, dass wir hier... Wo soll das denn jetzt hin? Das Ding dorthin schieben sollen und dann hier nach oben. Genau, dann kommen wir mit Asterix hier rein. Okay. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal unseren Charakter zu Obelix und warten nochmal, bis die Plattform da ist. Achso, oder wir müssen erstmal runtergehen, genau. So, jetzt können wir wieder auf die Plattform. Obelix fährt hoch. Und zack. So, dadurch sind zumindest schon mal die Dinger wieder da, wo sie hingehören. So, irgendwelche Tauben oder so waren hier noch nicht, ne? Was ist hier? Hier sind wir in der Treppe nach unten. Wie gesagt, ich suche nach wie vor immer noch nach Tauben. Bis jetzt haben wir hier noch nichts. Was ist das hier für ein Raum? Irgendwelche Plattformen. Aber irgendwie nach oben komme ich hier auch nicht, ne? So richtig. Da oben sind Tauben auf jeden Fall. Da oben auch. Aber wie zum Teufel kommt man da hin? Da oben ist irgendwas. Komme ich von da aus nach da oben? Nee, ne? Ah, okay. Also theoretisch auch mit Obelix wieder, ne? Denke ich mal. Jetzt muss ich das Ding erstmal wieder da hinschieben. Nee, jetzt schon auf der richtigen Stelle. Oh mein Gott. Na, nee, falsch. Falsch, falsch, falsch. Ach Mist. Gehen wir nochmal runter. So, mit Obelix müssten wir dann nämlich hier runterspringen. Nee, auch nicht, oder? Jetzt hier vollkommen umsonst da lang gesprungen. Warte. Muss ich von da irgendwie runterspringen? Hier ist so eine Plattform. Ah, die bringen ja auch nichts, oder? Doch, ich glaube schon. Allerdings brauche ich dafür tatsächlich Obelix gar nicht. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Danke. Sondern ich kann einfach erstmal hier wieder nach oben gehen, genau.
hier rauf. Jetzt muss ich theoretisch hier. Genau. Und dann hier. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass sonst jetzt alle trocken gewesen sind da. So. Das heißt, jetzt theoretisch müssten wir hier mit dem Dings fahren, oder? Ja, Idefix zeigt es schon an. So, Obelix ist wieder hier mit dran. Hier nach oben. Ja, da muss man immer aufpassen, dass man den da schön rumkriegt. Genau. So. Dann hier. Du lässt mich schon runter, wenn ich es dir sage, oder? Okay. So, und jetzt hier nach links. So, Tauben haben wir nicht, aber dafür das. So, kommen die jetzt hier rein oder sind die draußen? Oh, nicht jung, okay. Hat das kleine Konzert gefallen und sie wollen eine Zugabe. Aber diesmal kann ich dir leider nicht beistehen. Das war knapp. Ein kleines Trommel-Solo in den. Könnt ihr mal bitte nicht alle auf einem Haufen stehen? Das wäre sehr nett. Hier ist nochmal ein blauer. Rot. Blau. Gut. Alles klar, dann höre ich mich noch ein letztes Mal hier um. Ich glaube, wir haben jetzt nichts verpasst. Okay, tatsächlich zeigt er nochmal hier drauf. Hier ist da nichts mehr. Bitte fix. Bitte fix, was genau? Willst du jetzt hier von mir? Ganz hier ist doch nichts mehr. Also ganz verstehe ich nicht, was Edelfix jetzt von mir will. Deswegen gehe ich einfach weiter. Oh, schau mal, Asterix. Taubenkäfige. Wir haben keine Zeit, Obelix. Haltet durch, Täubchen. Wir befreien euch später. Hierher, Freunde! Das trifft sich gut, wieder Blick. Dr. Mabus haut ab. Ich hab ihn gesehen. Er fuhr auf einem Römerwagen. Der Schurke. Gut, wir brauchen deinen Wagen, wieder Blick. Ach, da habt ihr Pech. Ich hab ihn noch nicht fertig repariert. Das wär's dann wohl. Wartet! Wir können einen der Karren nehmen, da drüben. Wir müssen nur die Pferde anspannen. Sehr gute Idee. Los, zu den Karren. Okay, jetzt kommt die nächste schwierige Stelle. Nee, das ist noch nicht die schwierige Stelle. Ja, ja, aber auch. Komm wieder, Blix. Lass uns trainieren. Ich geh's lieber ruhig an. Das ist noch nicht die schwierige Stelle, tatsächlich. Erstmal müssen wir uns hier darum kümmern, den Wagen zugänglich zu machen. Und dann kommt irgendwann die schwierige Stelle. Vorher müssen wir erstmal die insgesamt 30
Römer besiegen. 22 Stück sind noch übrig. Das ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Aber gut. Obelix hilft zum Glück auch mit. Manchmal ist er ja ein bisschen hinderlich bei diesen Zielscheibenwerfen von den Römern oder halt bei diesen Musikdingens. Wenn er dann einfach irgendwelche Römer verhaut, die er nicht verhauen soll. Aber hier ist es jetzt gerade gut, wobei jetzt mittlerweile wieder nur noch rumsteht. Und da haut er wieder rein. Hilft er dann schon wieder mit, das ist dann sehr gut. So, wir haben auch gerade in der kurzen Zwischensequenz gesehen, dass wir dann scheinbar da noch irgendwo Traubenkäfige gehabt hätten. Ich weiß nicht, was genau war. Ich denke, das ist soweit auch erstmal gar nicht so wichtig. Gut, der Weg ist frei. Auf geht's, Obelix. Da bin ich. Ich kümmere mich um den Karren. Schnell, Obelix, beeilung. So, wir spielen, ja gut, mit Obelix haben wir es noch kaum gemacht. Mit Obelix haben wir tatsächlich noch gar nicht gespielt, was irgendwelche Disziplinen angeht. Deswegen geht's mit Obelix weiter. So, und jetzt kommt die schwierige Stelle, das Wagenrennen. Attackiere den Gegner rechts mit 5, links mit 3. Umgehe Hindernisse und schütze dich mit einem Schild, indem du die Leertaste drückst. Weiche Attacken aus, indem du im richtigen Augenblick die Leertaste loslässt. Schnapp dir die Boni, indem du auf die richtige Taste drückst, um den Römer als Pleitsche zu benutzen, drücke auf 0. Dein Wagen muss am Ende des Rennens in einem besseren Zustand sein als der deines Gegners. So, die Stelle habe ich als sehr schwierig in Erinnerung. Tatsächlich. Gott, ich komme noch kaum klar damit. Muss ich tatsächlich sagen. Gott, auch immer die richtigen Tasten zu drücken, ist gar nicht so einfach. Jetzt ist mein Wagen schon in einem schlechteren Zustand als er. Das ist leider nicht gut. Ich bin gleich schon down. Sieht nicht gut aus. Also noch ist es nicht vorbei, aber ich habe kaum Leben. Ja, okay, der erste Versuch war nicht sehr erfolgreich. Das Ende, am Ende wurde es ein bisschen besser, da bin ich ein bisschen besser reingekommen. Aber ja, wir müssen es auf jeden Fall nochmal versuchen. Schön allem ausweichen hier. Gott. Ja, das wollte nicht. Irgendwie. Okay, das war ganz gut. Ah, das war ganz schlecht. Boah, er hat schon wieder kaum Schaden genommen. Ist aber auch gar nicht so einfach,
hier die Items einzusetzen. Und nicht in die Dinger reinzufahren. Ich sag's ganz ehrlich, ne? Es wird super knapp wieder, ne? Oh, der hat sich geheilt. Nein. Nicht gut. Ich bin hier schon wieder gleich down. Nur noch 8 Sekunden, ne, das wird nichts mehr. Schade. Ja, die Stelle ist noch genauso schwierig, wie ich sie auch in Erinnerung habe. Das war ganz gut. Ganz schlecht. Hey, komm mir bloß nicht zu nah. Ich warne dich. Ich verwandle dich in eine Molzblase. Ja, nix. Okay, aber es läuft deutlich besser, würde ich behaupten. Ich verwandle dich in eine Molzblase. Nein. Okay. Yes. Okay, dritter Versuch. Bedauere, Miraculix. Unsere Mühen waren vergeblich. Ohne diesen Dimensionsschlüssel können wir dir dein Aussehen nicht zurückgeben. Hoffentlich bringen uns deine Freunde diesen vermaledeiten Dr. Mabus. Nur Mut. Es ist sicher nur noch eine Frage von Stunden. Vielleicht weniger. Au! Welch wundersame Fügung, Miraculix. Stell dir vor, der Halunke zu deinen Füßen, das ist Dr. Mabus. Ah, du kommst mir recht. Da ist er! Wir haben ihn! Sonst kümmert sich Obelix um dich. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich hab ihn nicht mehr. Brutus trägt ihn jetzt bei sich. Brutus? Ja, er hat mir den Schlüssel abgenommen. Er öffnet all diese Portale, nicht ich. Er ist komplett verrückt, er. Er benutzt den Schlüssel um... Halte ihn fest. Wir müssen ihn ruhig stellen und hier wegschaffen. Wir müssen uns beeilen, Asterix. Sehr bald wird die ganze Welt genauso labil sein wie der arme Dr. Mabus. Und die Wirklichkeit wird herumhüpfen wie ein Zicklein. Wir müssen Brutus schleunigst aufhalten. Du hast es gehört, Obelix. Zurück zum Olympischen Dorf. Diesen Brutus pfeifen wir was. Brutus Quartiere sind nur Sportlern zugänglich, die die Ehrenrunde gewonnen haben. Ihr müsst euer Bestes geben, Freunde. Oh. Der Tag fängt ja mal wirklich gut an. Es war toll, was Sie uns zum Frühstück serviert haben. Lustig, dieses Hammelfleisch eingerollt in Brot mit weißer Soße. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht, Obelix, aber ich hoffe, du bist in Form heute früh. Wir müssen die Ehrenrunde unbedingt gewinnen. Ach so, stimmt, um Widerblicks zu helfen. Ja, aber vor allem, um in Brutus Quartier reinzukommen. Schon vergessen? Wie Dr. Mabus sagte, hat Brutus jetzt den geheimnisvollen Schlüssel. Nö, das habe ich nicht vergessen. Aber ich frage mich, ob diese griechischen Brote bei uns gut ankommen. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ziehen wir los, um an dieser Ehrenrunde teilzunehmen. Gut, ich würde sagen, wir holen uns hier erstmal noch mal ein bisschen was an Römerhelmen. Erzählt mir von Speichern einmal kurz. Ich schreibe sie nieder.